Homburg gegen Kaiserslautern, das war heute mehr als nur ein Fußballspiel über 90 Minuten, denn für reichlich Zündstoff sorgten in dieser Woche Sepp Stabel und Wolfram Wuttke. Homburgs Trainer Sepp Stabel schießt gegen seinen Ex-Star. Wuttke ist dumm, dick, faul und lügt. Ja, Sie müssen das relativieren. Der hat als Erster geschossen, aus welchen Gründen auch immer, die ich nie verstehe. Scheinbar geht bei Ihnen der Grundsatz, wenn einer das Land verlassen hat, dann kann ich gegen den schießen. Das war in Hamburg so, das war in Gladbach so. Das war bei Bonkert so und jetzt ist das bei mir so. Ich kann damit leben. Nur ich muss irgendwann mal die Wahrheit sagen, mich etwas wehren und das habe ich getan. Nur zu dem Unterschied, dass ich nicht lüge, sondern das, was da drin steht, ist alles richtig. Nationalspieler Wolfram Wuttke reagierte prompt und er drohte seinem ehemaligen Trainer: Heute siege ich, der dicke, dumme Faule. Das Einzige, wo ich mich darüber geärgert habe, waren sicherlich die verbalen Attacken, die unterhalb der Gürtellinie lagen. Ich meine, dass ich mit Übergewicht aus dem Urlaub zurückgekommen ist, das ist kein Geheimnis gewesen. Das wusste mein neuer Trainer auch. Ich meine, wer mich letzten Freitag zum Beispiel gegen Mönchengladbach gesehen hat, hat sich mit Sicherheit davon überzeugen können, dass ich in körperlicher und psychischer guter Verfassung bin. Wie wollen Sie auf die Vorwürfe reagieren, verbal oder auf dem Spielfeld? Verbal, ich meine, das Niveau von Herrn Stabel anzunehmen, wäre mit Sicherheit falsch. Er hat sich dadurch selber diskriminiert und ich glaube doch, dass ich einige Sachen dazu mit Sicherheit klarstellen werde. Und ich glaube nicht, dass er in Kaiserslautern noch mit hochlesigem Kopf durch die Stadt laufen kann. Vielen Dank. Danke. Die Homburger Führungsetage Manfred Ommer und Udo Geitlinger haben dagegen ganz andere Probleme. Sie suchen weiterhin einen Stürmer und sie scheinen fündig geworden zu sein, denn dieser 23-jährige Argentinier wird morgen mittrainieren. Den Namen wollte man uns nicht verraten. Homburg von links nach rechts und hier die erste brenzlige Situation für das Tor der Gäste. Das ist Bernd Gries. Wir sehen diese Szene noch einmal aus der Hintertorperspektive. Und hier soll Kai Friedmann den Ball mit der Hand gespielt haben. Das ist auch richtig, aber in dieser Situation einen Strafstoß zu geben. Ich glaube, Schiedsrichter Tritschler hat recht, hier weiterspielen zu lassen. Dann der Eckball hereingegeben von Guido Hoffmann. Ein Schuss aus der zweiten Reihe von Thomas Gerstner. Der Ball wieder zu Guido Hoffmann. Aber die Lauterer Abwehr, sie stand vielbeinig in dieser ersten Phase des Spiels. Dann ein weiter Ball von Christian Herrmann in den 5-Meter-Raum und dort steht Daniel Jurgeleit. Und nach 20 Minuten bringt er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Flanke, wie gesagt, von Christian Herrmann. Daniel Jurgeleit spielt in der zweiten Saison in Homburg. Davor war er für Union Solingen aktiv. Hier der Torschütze. Die Homburger Fans natürlich zufrieden. 8 Minuten später erneut Eckball für die Saarländer. Wieder legt sich Guido Hoffmann das Leder zurecht. Und dann ein verunglückter Schussversuch von Thomas Gerstner. Wieder steht Daniel Jurgeleit an der richtigen Stelle. Aber diesmal Pech für den Mann, der vor wenigen Minuten das 1:0 erzielte. 17.000 Zuschauer heute Nachmittag im Waldstadion. Top-Zuschlag war für dieses Lokalderby angesagt. Zum Teil wurden die Preise um 40% angehoben. Die Zuschauer sahen ein sehr, sehr kämpferisches Spiel, einen sehr aggressiven Aufsteiger. Und die Lauterer taten sich schwer mit dieser Spielweise der Saarländer. Hier wieder das frühe Tackling. Und wieder eine Chance für die Saarländer. Thomas Gerstner versucht es, bleibt aber hängen. Und jetzt der Konter der Lauterer über Uwe Scheer. Der Mann, der noch im letzten Jahr beim bayerischen Oberligisten FC Augsburg spielte. Auf Wolfram Wuttke und dann der Lauterer, wie er leibt und lebt. Ganz elegant und spielt der Hansi Gundeler. Und nach 39 Minuten das 1:1 im Waldstadion. Und schauen Sie sich die Freude von Wolfram Wuttke an. Bemerkenswert, ein Tor von Wolfram Wuttke mit dem linken Fuß. Das haben wir nicht allzu oft gesehen beim Nationalspieler, der ja immer noch das große Ziel Weltmeisterschaft 1990 in Italien vor Augen hat. Eines sei vielleicht vorweg gesagt, heute machte er ein gutes Spiel. Ja, und er fordert die Fans auf, weiter für Stimmung hier zu sorgen. Und dann wieder Freistoß für den FCK, wieder Wuttke am Ball und dann ein Dropkick des Nationalspielers, aber Hansi Gundeler auf dem Posten. Auch diese Szene noch einmal in der Wiederholung. Der wunderbare Dropkick von
Wolfram Wuttke. Das war es dann auch im ersten Spielabschnitt. Auf dem Weg in die Kabine sprach dann mein Kollege Andreas Spellig mit Wolfram Wuttke. Wolfram Wuttke, war das so eine Art sportliche Antwort auf die Vorwürfe? Ich weiß, dass ich mir noch steigern muss, aber das ist ein sehr zerfahrenes Spiel. Und mein, der läuft mir wahrscheinlich bis zur Toilette hinterher. Der hat mir keine andere Aufgabe für dieses Spiel. Und der klammert und macht und tut. Ich suche mich, versuche mich so gut wie durchzusetzen. Das war die erste Antwort. Ich hoffe, in der zweiten hat er noch eine. Danke. So kennen wir Wolfram Wuttke immer gut für einen flotten Spruch. Und sein Gegenspieler, der ihm auf Schritt und Tritt folgte, das war heute Thorsten Bohler. Dann ein super Auftritt von Axel Roos. Er passt in die Mitte, aber kein Glück für Stefan Kunz. Im ersten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zweimal erfolgreich der Ex-Uerdinger. Hier noch einmal der kluge Pass von Axel Roos und Stefan Kunz mit dem rechten Fuß am Tor vorbei. Gerd Roggensack, der Lauterer Trainer, mit dem Ergebnis sicherlich zufrieden. Dann verliert Daniel Jurgeleit den Ball an der Mittellinie. Axel Roos sorgt wieder für viel Tempo und in einem Bauerntrick verliert er Klaus Theiss und der weiß sich nicht mehr anders zu helfen. Fault den Lauterer im Strafraum. Eine korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Tritschler. Strafstoß. Hier noch einmal die Aktion. Das darf eigentlich einem Klasse Libero nicht passieren. Klaus Theiss wird da getunnelt. Hält, schiebt, drückt. Axel Roosfeld. Strafstoß für Kaiserslautern. Die 68. Minute. Stefan Kunz läuft an und er verwandelt sicher im zweiten Bundesligaspiel für seinen neuen Club, für den ersten FC Kaiserslautern bereits sein drittes Tor. Vor dem Spiel war er heute nicht ganz so sicher, ob er einen Treffer machen konnte, aber er beweist immer wieder Torjägerqualität. 2:1 also für die Lauterer nach 68 Minuten. Keine Abwehrchance für Hansi Gundelas. Der FC Homburg steckte aber nicht auf, kämpfte aufopferungsvoll. Die Gäste aus Kaiserslautern zu diesem Zeitpunkt mit den besseren spielerischen Elementen, auch dank eines gut aufgelegten Wolfram Wuttke. Markus Schupp. Herbert Hoos und in der Mitte, da lauert Bruno Labbadia. Und ein technisch brillanter Fallrückzieher, der nur um wenige Zentimeter sein Ziel verfehlt. Hier noch einmal diese artistische Einlage von Bruno Labbadia, der heute wieder viel kämpfte, viel ackerte. Unheimlich mannschaftsdienlich spielt er, der Ex-Hamburger. Und dann der bange Blick von Gerd Roggensack auf die Uhr gespielt. 82 Minuten, beide Mannschaften haben ausgewechselt. Auf Seiten der Homburger jetzt Matthias Baranowski im Spiel. Und 8 Minuten vor dem Ende besorgt er das 2:2. Das war auch der Endstand im Homburger Waldstadion. Ja, ein Glücksgriff von Sepp Stabel. Matthias Baranowski kam ins Spiel, erzielte einen Treffer. 2:2, der Endstand in Homburg. Wolfram Wuttke, 2:2 ist das für Sie ein unbefriedigendes Ergebnis? Nee, unbefriedigend mit Sicherheit nicht, weil wir auswärts gespielt haben. Ich glaube, dass das Tor natürlich sehr dämlich war für uns, so kurz vor Schluss, aber ich glaube, dass wir bei 90 Minuten gesamt, glaube ich, mit Sicherheit die bessere Mannschaft waren und mit Sicherheit besser eingestellt waren. Ein Punkt, der sicherlich